So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Three Houses. Wir sind wieder im Erkundungsmodus unterwegs. Ich habe schon die Punkte ausgegeben. Ich glaube, das werde ich jetzt immer zwischen den Folgen machen, wenn es sich einrichten lässt, weil wir dadurch wesentlich flüssiger vorankommen. Und ich die Punkte ja sowieso meistens noch für Skillen ausgebe. Und wir haben ein paar Supports, die wir machen werden. Und dann haben wir am nächsten Wochenende eine Kampfmission. Dusker was created? To oversimplify it somewhat, yes. There's something so mysterious about it. There are only mountains separating us from Dusker, but it's like a completely different world. This has been so interesting. I've never learned so much about it before. There are not many left to pass on the legends of Dusker. Really? That's a shame. It's almost like when someone dies. Or a family line ends. I think a place is only truly destroyed when there's no one left to remember it. You should tell more people about Dusker to keep it alive. That is a strange thing to say. Oh? Why do you think that? Dusker is forever the enemy of Fargus. No one cares about our culture or history. I'm different, though. I don't know anyone who was killed by the people of Dusker. I don't hold a grudge against you, and I never have. Dudu? Is this recipe from Dusker? You don't care for it. No, no. I was actually surprised by how much I enjoyed it. Would you teach me how to make it soon? But it seems I am ever the teacher with you, and seldom the student. You're right. I'm so sorry. I have an idea. My mother taught me to bake the perfect sweets to go with tea. Would you like to learn how to bake them? It's a secret Martreet's family recipe that's been passed down for generations. House Martreet's of the Empire? I thought they were no more. It's true. My father's family was wiped out in the Empire. I'm the last living descendant. Are you certain you wish to impart such precious memories to me? Of course. Now that my family's gone, I'm the only one who knows the secret. The sweets would vanish from Fodlan if something happened to me. I see your point. Yes, I would like to learn. Das ist doch irgendwie ein süßes Gespräch gewesen. Was haben wir hier noch? Ach ja, das. Hey Ingrid, how are you? I mean, what are you? Are you, you know, off to train again? No, I'm headed to town to buy supplies. But I'll be training after that, naturally. Why? Oh, I just thought you looked serious as ever. I guess that part of you hasn't changed. Of course it hasn't. I am as I ever was. Yeah, no, I mean, I guess you're right. You're being weird. Have you always been this weird and I just never noticed? No, I'm pretty sure. I don't think so. By the by, have you, you know, fallen for anybody recently? Don't be ridiculous. What are you even bumbling on about? Well, everyone's been talking about how you got really, pretty. Just, you know, all of a sudden. Oh, you must be referring to the makeup. It's not a big deal or anything, just experimenting. I'm still learning. Did I mess something up? Huh? No, I think it looks good. You did surprisingly well. I mean, considering that it's you. Very funny. But I must say, I'm a bit surprised. It's unlike you to stumble over yourself this much. What? No, I'm not. I'm just, you know, curious about why. All of a sudden. Why what? Why I'm wearing makeup? I'm still guessing it's for a guy. If I had to try and guess what sort of guy, I suppose I'd say... Felix? No, wait. I'm forgetting the royal line. Dimitri would be a way better catch. Wow. Way to make assumptions. Is it one of the knights? If it's not them... Wait. Could it be me? Don't make me hurt you. No need for violence. It was just a joke.
It's not a joke that you're beautiful, but I wasn't trying to hit on you or anything. Promise. Beautiful, huh? Okay, das war irgendwie seltsam und witzig zugleich. Oh, wir haben noch eins? Ach ja, ihr zwei. Dann war es ja sogar drei Unterstützungsgespräche und nicht zwei. Ich kann nicht mal mit drei zählen. Flame, is something the matter? I thought I made it clear that I do not want you meddling in the affairs of me and my friends. I am not quite sure what you are referring to, but I promise you I would never try to stand in your way. It has come to my attention that you have been running about asking people what they think of me. Asking everyone. Well, of course I have. It took me quite some time. But for you, it was well worth the effort. I was able to confirm that you are getting along well with everyone. It was very reassuring. I cannot emphasize enough how embarrassed I was when I found out. And you have caused such a stir for those whom you questioned. Why, one person even said he feared for his life when you cornered him in the dining hall. The dining hall? Ah, I know the fellow you are referring to. Yes. I've seen the way he looks at you. I recognized in an instant that he had impure feelings for you. As your brother, I took it upon myself to test his resolve. I merely asked him if he was prepared to lay his life on the line for my beloved sister. He is nothing more than a friend. Kindly keep out of my social business in the future. I am happy to see that you are making friends, but you should weigh your options more carefully. Who I befriend is absolutely none of your business. Do you know what they call people like you? Overprotective meddlers. I am no longer a child. Are you incapable of trusting me, even a little? Of course I trust you, but as an elder brother, I have a certain responsibility. As my brother? Obviously. Never mind it. If you'll excuse me. Das ist irgendwie traurig. Also ich kann die beiden gerade tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass sie sich die ganze Zeit mit Schwester und Bruder ansprechen müssen, die eigentlich Vater und Tochter sind. Ist das dann doch schon ein bisschen seltsam. Ah ja, wir können den Monat hinter uns lassen. Oder beziehungsweise diesen Erkundungsmodus. So, Butterbeierfische. Du. Reiten. Lernen. Jetzt. Und ich erst. Hab nichts anderes von dir erwartet. So, und schon hast du B+. So, Sylvain. Du bist der Nächste auf meiner Liste. So, Nosferatu, sehr schön. So, Ingrid. Dein Bogenrang könnten wir mal langsam wieder ein bisschen aufpolieren. Der Rest kann kommen gerne automatisch. Ich habe Lucy vergessen, ne? Na, was soll's. Sie wird's überstehen. Ja. Die Zeiten sind hart. Mein Lieblingsgrillstand, bei dem es immer so leckere Spieße gab, hat das Geschäft aufgegeben. Ach, wofür soll ich jetzt leben? Mach deine eigenen. Ich glaube, meine Tipps sind nicht die besten. Bleib so, wie du bist. So, wie du jetzt bist, bist du perfekt für mich. Anna hat Geburtstag. Anna kriegt ein paar Blumen.
Und Lorenz hat Geburtstag. Auch Lorenz kriegt ein paar Blumen. Let's do this. Let's get started. Got that. So. I'll do my best with this. Ah ja, wir hatten ja Scheiß gegeben. Damit fehlt ein Donnersch. Da denke ich auch nie dran, ne? All die Zeit, die ich schon vergeudet habe und ihr das nicht beigebracht hat, sie hätte das schon längst können. Inventar. Wie ist sie denn? Dann ist erstmal D+. Bis dahin haben wir das Spiel durch, bis sie das hat. Naja. Na? So. Auf in den Kampf. Wir haben eine Nebenquest, die wir erledigen wollen. Los geht's. Die silberne Jungfer. Kapitel 19. Die Bitte des goldenen Hirsches. Was ist passiert? Not really. There is just a problem I must now clean up. Do you know Avarian Road? It is a fortress that also goes by the name of the Silver Maiden. Ja, kenne ich. Da waren wir mit Edelgard. I might have mentioned it before. It is a fortress city that is lauded as the strongest in the kingdom. The land around Arian Road was once entrusted to Count Roe. When he turned to the Empire, the Silver Maiden went with him. Now, one after another, the lords of each region are leaving the Empire at the call of the Eastern Lords. But I am sure the Empire has no plans to relinquish the fortress city, given its strategic position on the front lines of their war with the kingdom. Unless we can take back Arian Road, the kingdom will continually be attacked at its weakest points. I was thinking that we need to deal with it soon, and that we need to investigate the status of the enemy's force, but... Gibt's ein Problem dabei? So, we confirm the troops departed the Imperial capital, headed for Arian Road. If they are followed by a second and third batch of reinforcements, then the difficulty of taking back Arian Road will increase exponentially. But that does not mean we are entirely without recourse. I am just at a loss as to when the soldiers will arrive. Na, gib mir doch am besten gleich. Right away. You never cease to amaze. Your answers always bring me joy. Okay, let's gather everyone immediately. We'll begin the war council for the departing troops. Was haben wir hier noch so? Ja, eine Nebenquest, da sagst du was. Ja. Wir nehmen wieder die üblichen Verdächtigen mit, wie ich sehe. Nimm du mal Flame mit. Dann könnt ihr euer Unterstützungsgespräch ein wenig ausbauen. So. Tun. Da. Seems we are just in time. Oh, Hubie. Later and Arian Road may have been lost. Her Majesty was right to send me here. Hubert. So, you have come here in command of extra troops from the Imperial Capital. I had hoped to take the fort while it was poorly defended, but now... Well, there is nothing to be done. We must defeat him. And then take Arian Road. Alles klar. Traps have been set throughout Arian Road to repel invaders who make it inside. If I remember correctly, there should be devices somewhere that let you deactivate the traps.
However, Aryan Road has been in Imperial hands for a while now. They may have changed how things work. But there's no point in dawdling. Let's just make a point to disable any devices we come across. Mhm. Oh, die ist aber weit weg. Leave it to me. Und hab. Let's make this quick. Einmal kurz bitte deaktivieren. No luck, buddy. All the city's defenses are under my control. So, the system has been modified. The person operating the traps must be elsewhere. Übrigens, wenn man Heinemann hier nicht anwerbt, ist er hier. What's the plan? So. Der Bogentyp geht mir auf die Nerven. Können aber auch nicht besiegen, ne? Dann bleiben wir hier stehen. Dann kümmern wir uns um den da. Also es gibt da ein bisschen EP, dann kann sich der liebe Yuri gleich noch ein Level Up dazu holen. Ja. Was ist er da? Genau den, da wollte ich haben. Dann ist der nämlich auch kein Problem mehr für uns. Aber mal kurz tanzen. Ja, das überlebt er nicht. Dann sind wir den Ollen wenigstens schon mal los. Naja, dann können wir uns bei denen hocharbeiten. Ich hole mal eben kurz die Truhe. Immerhin ein Dunkelmetall. Den da würde ich nicht baiten. Den mache ich lieber mit Magie kaputt. Hier haben wir Ritter. Also es ist nur der eine KP. Na dann geht das ja. Boah, zu viele. Surprise reinforcements. We must defeat them. Na, solange er nicht krittet. Ich sag dazu nichts mehr. Ich hab's darauf beschworen, ne? So, wir müssen kämpfen. Initiieren wir ein paar Kämpfe. So, ändern wir ein bisschen das RNG, dann trittet er nicht.
Wow. Sogar. So. Ach übrigens, was ich gerade noch gesehen habe. Diese Verstärkung hier ist Manuela im Übrigen, wenn man sie nicht anwirbt. So. Das hatten wir. Aha. Ist mir nicht egal, ob sie Schaden macht oder nicht. Sie sollte nur das RNG beeinflussen und das hat sie getan. Netter Effekt ist, dass sie die beiden anlockt. Drei Schaden. Oh, der dürfte jetzt eigentlich nicht kritten. Aber müssen wir es gegen die unternehmen. So, lang lebe die Reichweite. So, mal kurz tanzen. Kannst du dich um den da kümmern? Langbogen sei Dank. So, und du schnappst dir den da. Und heilen. So, schafft Harpy den? Ich wage es zu zweifeln. Nein. Es sei denn, sie krittet. So. Dann kann sie vielleicht sich besser um die hier kümmern. Oder zumindest um einen von denen. Den anderen kann Sylvain übernehmen. Der kann ja auch Magie. So. Und Level up. Oh man, Resistenz. Und so hast du den. Genau dafür. So, dann kannst du die zwei auch gleich mitnehmen. Was haben wir hier? Ein Übungsschwert. Auch gut. Das überleben wir. Super, wir machen aber keinen Schaden. Soll sich Yuri gleich drum kümmern.
So. Alright, next. Und wieder daneben. Er schneidet durch Kavallerie wie durch Butter. Wow, Magie. So soll sich mal um den hier kümmern. Können wir nachher wieder zusammenflicken. Oder er krittet. Das geht natürlich auch. Und raus aus der Reichweite. Ich hab Aua. Großes Aua. So. Könnt ihr Zeug da mal zusammen hinstellen? Wir sind nur Kämpfer. Gott, die stehen erst da. Ach, sie gibt einen Oberstufensiegel nur. Gut, was mache ich mit euch? Das ist Aura. Nach und nach. Diese zwei Magier muss Harpy erstmal die Treppe schaffen. Dann sollten die zwei eigentlich auch gleich hier oben lang gehen können. Ja, das habe ich erwartet. Oh, ich komme näher dran, sehr gut. Mach ihn fertig. Ich sag doch, mach ihn fertig. Umwerfend. Hm. Solche Level-Ups mag ich. Wer kommt da gleich ran? Hier war irgendeiner, der rankommt. Hewitt. Na gut, aber das überlebt er ja. Aber ich hätte Harpy auch ein Stück weiter zurücksetzen können, dann hätte er gar nicht kontern können. Aber gut, sie weicht aus. Sehr gut, die laufen mal wieder durch Wände. Das Übliche. Harpy ist aber auch recht langsam, ne? Ach, die wird Zedef gleich finishen müssen. Der hat ein bisschen zu viel Resistenz. So. Sehr schön. Hat er den noch gleich ausgerüstet? Nope. Das ist schade, aber nicht zu ändern. I suppose you thought defeating the troops outside the castle first would demoralize the ones within. Not such a bad idea, honestly. But you failed to account for me.
Na, klasse. Naja. Mach dich mal bitte auf den Weg. Ich denke, wir können Hubert ziemlich gut wegsnipen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und die können... Ihr zwei könnt euch um die kümmern. Ach, ist das nervig, dass ich für euch immer meine ganze Magie aus dem Fenster hauen muss, nur weil ihr nicht stoppen könnt. Naja, down ist down. Da kann man wohl nichts dran ändern. Na, mein Geschwindigkeit. Also, Verteidigung reicht mir vollkommen. Kannst du ja nicht da anstellen. Ein Übungsschwert. Na gut. Sind nur noch vier übrig? Gut, es sind nur noch vier übrig. Das heißt, bevor wir jetzt zählen und die Runde beenden, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Dann geht's beim nächsten Mal dann weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.